Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Diablo 3. Hallöchen. Ja, oh, da haben wir es geschafft. Wunderbar, nicht schlecht. Ja, und wir sind gerade dabei, uns mit dem Schuft zu unterhalten. Und dann wollen wir auch mal weitermachen, weil er echt lustige und interessante Sachen erzählt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Gerade im letzten Was Part, für die ein satter Frauen sollten Mensch mich stiehlt belästigen. von einem Templer. Ihr werdet mich nie dabei erwischen, euch zu bestehlen. Ah, warte, warte. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich wäre inkompetent, wenn man mich erwischen würde. Ja, der ist nicht schlecht, aber hier, ja, Kreuzfeuer, okay. Ihr seid ein geschickter Kämpfer. Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. Wo ist er jetzt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Oh, okay, der ist wahrscheinlich im Knast oder so, ne? Huh? Hört sich so an, ne? Ziemlich, aber mal gucken, vielleicht erzählt er uns das noch. Machen wir mal Langfinger. Wie wurdet ihr ein Dieb? Das ist eine lange, schreckliche Geschichte, die ihr sicherlich nicht hören wollt. Ihr wolltet etwas haben, für das ihr nicht genug Gold hattet? Na, so ähnlich. Vielleicht solltet ihr vernünftiger sein. Oh, an der Dame war nichts vernünftig. Auch nicht schlecht, okay. Das ist ein richtiger Schuft. Ja, ein Weiberheld. So, dann haben wir noch schwere Entscheidungen. Würdet ihr etwas anders machen, wenn ihr die Wahl hättet? Nein. Meine Entscheidungen sind gut durchdacht. Also ich würde alles anders machen. Vertraut den Geistern. Sie werden euch leiten. Versucht erst mal in einem Elendsviertel zu leben, bevor ihr mir Vorhaltungen macht. Ich sehe großes Leid in euch. Nur kluge Sprüche, der Gute. Ja. Auf jeden Fall nicht schlecht, nicht schlecht. Muss man schon sagen. So, Inventar haben wir ja geleert. Sieht ja alles richtig gut aus. So, zum Bazar. Oh, warst du schon mal auf dem Bazar? Auf einem Bazar, ja. Ich meine in der L oder so? Lass mich überlegen. Nein. Ja, bestimmt. So. Prächtig. Ashara? Der Dumme mit der. Wache? Woher kommen diese Flüchtlinge? Ich bin keine Wache. Ich bin Ashara, Kommandantin der Eisenwölfe. Wir haben diese Flüchtlinge vor Magdas dunklem Zirkel gerettet, der in diesem Augenblick Chaos und Verwüstung in den Grenzgebieten anrichtet. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind. Ich suche Magda auch, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist auf dem Weg nach Alkanus, aber sie hat die Straße hinter sich blockiert. Es gibt allerdings noch einen anderen Weg, durch den Außenposten von Kasim. So, Kasim, okay. Geht. Haben Sie schon gehört? Die gute Frau hat noch was zum Reden, wollen wir das fix anhören? Geworfen. Sie stecken hier fest, genau wie wir alle. Ja, Moment. Also gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Gerechtigkeit? Sie mögen ja ein Haufen pompöser Narren sein, aber das, was heute Nacht passiert, haben sie nicht verdient. Was passiert denn heute Nacht? Sie tragen Juwelen, die mehr wert sind, als irgendeiner von uns in einem ganzen Jahr verdient. Und irgendwann müssen sie ja schlafen. Oh, die Bösen. Bösen, Bösen, Bösen. Aber ja, was hat sie denn? Flüchtlinge und Eisenwölfe. Ja, fangen wir an mit Flüchtlingen, ne? Okay. All diese Menschen sind vor dem Zirkel in Alkanus geflohen. Sie sind Flüchtlinge, fern ihrer Heimat. Warum bleiben sie hier? Warum gehen sie nicht in die Stadt? Die kaiserliche Wache lässt niemanden hinein. Diese Menschen sind einem qualvollen Tode geweiht. Na, unschön. Okay, die Eisenwölfe. Die Eisenwölfe waren einst Söldner, bis wir den Zakarum-Priestern dabei geholfen haben, einen Nachfolger für den ersten Kaiser Hakan zu finden. Danach wurden wir zur Leibgarde des Kaisers ernannt. Nachdem vor ein paar Monaten die ersten Flüchtlinge ankamen, wurde jedoch alles anders. Als wir in der Wüste gegen den dunklen Zirkel und deren Dämonen kämpften, wurde eine kaiserliche Wache gegründet, um die Bürger vor den Flüchtlingen zu schützen. Sie übernahm schließlich die Kontrolle. Okay, und das sind anscheinend die Eisenwölfe, die sich dann um die Flüchtlinge kümmert. Ja, kümmern. Mal gucken, was die unter kümmern verstehen. Ja, ne, der Herr der Lügen und so weiter. Ach, guck mal hier ist die Lea.
Tyrael und ich haben herausgefunden, dass der Kaiser die Eisenwölfe, während sie in der Wüste gegen Magda kämpften, mit kaiserlichen Wachen ersetzt hat. Und diese hindern jeden am Betreten der Innenstadt. Ich vermute, dass die Eisenwölfe ausgesandt wurden, um zu sterben. Belial hat seinen Schachzug gemacht. Wir müssen einen Weg in die Stadt finden. Als Kind habe ich Caldeum erkundet, während Onkel Deckard hier forschte. Ich kann durch die Kanalisation hineingelangen. Seid vorsichtig und findet heraus, was ihr könnt. Seid vorsichtig. Alcarnus hört sich an, als wäre es eine Falle von Magda. Okay, alles klar. Dann wollen wir doch auf jeden Fall vorsichtig sein, ne? Sag mal, hast du das auch gerade gesehen, wie der eine hier den Hasen zerfleischt hat? Ja, hör mal, total furchtbar, ne? Was ist denn das hier für eine Wache? Die Kinder sind tollenderweise weggelaufen. Fand ich auch krass. Ja, aber extrem. Wen haben wir hier? Einen Sammler? In Caldeum steht Farbe für Wohlstand. Und ihr wollt doch nicht wie ein Bauer aussehen, oder? Boah, ja. Warum erwerbt ihr nicht ein paar meiner Färbemittel und gönnt euch ein wenig Farbe? Hat aber nichts Besonderes dabei, leider. Außer die Farbe. Und Farbe hab ich noch. Ich hab noch 10-mal weiße Farbe im Gepäck. Ja, besondere Sachen hat er jetzt auch nicht. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir uns doch mal auf die Suche nach Magda, ne? Die ja Kane auf dem Gewissen hat. Dieses Tor führt nach Alcarnus. Ihr werdet der langen Straße folgen müssen. Über die Brücke, über die Schlucht hinweg und durch den Außenposten von Kasim hindurch. Wir haben noch nichts von den Eisenwölfen in der Wüste gehört. Wenn ihr es zum Außenposten von Kasim schafft, sucht Hauptmann David auf. Okay, Hauptmann David müssen wir aufsuchen. Ja, genau, die gute Frau. Ganz genau. Wirklich gute Frau. Aber jetzt sind wir im Kapitel 2, Holby. Ich habe hier ganz böse Viecher in Erinnerung. Weißt du, welche ich meine? Da gibt's so viele. Wer ist die hier? Ja, die Verzauberin. Das ist eine Frau, spreche ich mal. Seht euch vor, Reisender. Kultisten bewachen diese Wüstenstraßen und sie töten jeden, der auf ihnen unterwegs ist. Das wird ihnen schwerfallen. Ich bin hier, um sie und ihre Anführerin zu töten. Dann dürft ihr nicht allein losziehen. Ich werde euch begleiten. Ach, die Verzauberung kommt mit, das ist natürlich nett. Dort draußen gibt es Illusionen. Manchen kommen sie wie Luftspiegelung vor, aber ich durchschaue sie. Es sind die üblen Machenschaften des Zirkels. Sie werden euch in den Tod führen. Ich bin dankbar für eure Sorge. Aber ich kenne diese Kultisten und fürchte die Magie ihrer Fallen nicht. Genau die Viecher meine ich, die wir hier gerade haben. Und da haben wir auch direkt ein neues Wissen. Jo. Ich möchte lieber nicht von Sandwespen erzählen. Diese zu groß geratenen Insekten wären nichts Besonderes, gäbe es nicht ihre außergewöhnlich giftigen Stiche, welche leider auch meinen jungen Schüler auf dem Gewissen haben. Ich dachte, er würde vorsichtiger sein, als ich ihn losschickte, um mir aus dem Schwarmstock ein Exemplar zu besorgen, aber seine Eltern verstanden meinen Standpunkt überhaupt nicht. Ja, die guten Fliegenwespen, whatever. Sandwespen. Ja, die den Schüler auf dem Gewissen haben, meine Güte, ein giftiger Stachel, ich weiß nicht. Ich mag die Wespen überhaupt gar nicht und damals zu Inferno-Zeiten mit dem Barbar, mein Gott, was war das schwer. Bleib zurück. Oh ja, sie sind in den Felsen. Ich habe auch ein kurzes Päuschen zu der Zeit gemacht, das weiß ich genau. Ja, war auf jeden Fall recht unangenehm, weil du kaum eine Chance hattest, außer mit dem Hammerwurf irgendwie an die Viecher dann dran zu kommen und eieiei, das geht ja gut los hier. Zum Glück haben wir unsere Hunde. Ja, die stellen sich gut davor immer. Ja. Die fangen in dem Sinne einen Schaden ab. Kanonenfutter. Da kommt noch einer runter. So, hier ist jetzt eine Sackgasse. Seid vorsichtig. Sie sind ganz nah. Das kann nicht sein. Der Weg ist versperrt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ups. Die Dämonen werden eure Knochen verschlingen. Lässt dann wieder die Hunde draufgehen? Ja. Wie konntet ihr von dem Hinterhalt wissen? Ich bin eine Verzauberin. Die Wege der Magie und Illusion sind mir wohl bekannt. Ich heiße Irena. Danke, Irena. Aber sagt mir, warum ihr wirklich hier seid. Ich spüre, dass ihr einem höheren Zweck dient. Nun, ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Aber wartet, ich mache euch den Weg frei. So, die sucht jemanden, okay. Interessant, erzählt uns bestimmt noch. Hinter euch! Schützt das Volk!
Eisenwölfe! Ja, Eisenwölfe, Attack, ne? Go, go, Power Rangers. Nee, vielleicht falsch, oder? Oh, lol. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die Lakoni heute gut gegessen. Ist die Straße vor uns so gefährlich? Die Straße wird von mehr als nur Lakoni heimgesucht. Kultisten wirken in zwei ihrer Wüstenverstecke Zauber, um die Brücke über die schwarze Schlucht zu verhüllen. Lasst uns nach Norden gehen, zum heulenden Plateau. Die Magie der Kultisten scheint von dort auszugehen. So, dann nehmen wir den Schrein aber hier noch mit. Ja, definitiv. Und ja, die armen Eisenwölfe wurden ausgesandt, um zu sterben wohl. Das ist schon eine unschöne Sache. Also hier geht einiges schief und das gucken wir uns auch alles mal, denke ich mal, an hier. Ja, definitiv. Nach Norden sollen wir. Sollen wir dem Weg folgen oder? Oh ja, hier haben wir noch ein paar. Die erinnern mich so ein bisschen an die Licini, ne? So ein bisschen. Das kennen nur wir Rift-Spieler natürlich hier wieder. Hier ist noch eine Illusion. Ja. Die Kultisten haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, aber ihre Zauber sind schwach und es ist leicht, ihnen entgegenzuwirken. Wenn wir diesen Spuren folgen, können wir ihre Verstecke finden und die Rituale stoppen. Ich werde alle weiteren Spuren ihrer Magie finden. Ja, das ist natürlich cool, dass die Verzauberung dann Verzauberin dabei ist. Ne? Ja, die hilft uns eine ganze Menge mit dem Weg finden hier. Ja, und sonst müssen wir die ganze Karte abklappern, aber das werden wir ja selbstverständlich sowieso wahrscheinlich tun. Und oh, was haben wir hier? Oh ja, Fledermäuse und neues Wissen. Was haben wir hier gefallen? Ne? Ich aktiviere mal das neue Wissen. Jo. Es scheint, dass die Gefallenen in der Tat Kreaturen dämonischer Abstammung sind. Die alte Erzählung der Horadrim behauptet, sie waren einst mächtige Diener des mythischen Asmodan. Sie halfen ihm angeblich in seinem Kampf gegen die großen Übel. Und Diablo bestrafte sie später, indem er sie in die kleine, jämmerliche Form verwandelte, die sie jetzt haben. Oh, wie nett. In so eine Form möchte ich ungern verzaubert werden. Jep. Ich auch nicht. Oh, was haben wir hier? Oh, Wirbelsturm und... Oh, was ist das denn? Haie? Krokodile. Wieder neues Wissen. Okay. Der Dünenhai ist ein schwer fassbares Wesen, das zu unglaublicher Brutalität fähig ist. Er lauert unter den Sanden und taucht auf, um seine Beute mit den Kiefern zu packen und zerfleischt ihren Körper, bis nur noch blutige Fetzen übrig bleiben. Ich habe einen Dünenhai einst in Fleisch und Blut gesehen und es ist mir nicht gut bekommen. Okay, Dünenhai. Deswegen wusstest du den Namen schon. Ich habe mich schon gewundert, wie du den Hai nennst. Ja, ich hatte es noch in Erinnerung. Ich meine, ich habe ja viel mich mit Akt 2 damals beschäftigt. Noch mehr versteckte Fußspuren. Oh, noch mehr versteckte Fußspuren und hier das ist es wahrscheinlich. Das ist eins der Verstecke der Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Wollen wir doch mal rein und da mal ein bisschen stören. Ja. Hallo sagen. Fleisch? Wer schreit hier nach Fleisch? Achso, okay. Schmerztreiber. So, mal unterbrechen. Das Ritual! Wurde unterbrochen. Und immer mehr Kultisten, wie können die sich eigentlich teleportieren? Meine Güte. Die Schilden. In einem Keller östlich von hier. In einem Keller östlich von hier? Und zack, weg war es. Das war mein Fehler. Ich habe meine Tasche zugemacht mit Escape. Ah, okay, gut. Ja, gut, sowas passiert halt leider. Aber glaub, in einem Keller östlich von hier haben wir auf jeden Fall was. Ist bestimmt das zweite Ritual. Gut, dann müssen wir auch da das Ritual unterbrechen, wo wir direkt mal hinstarten. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Ah, genau. Die führt uns auch genau dahin. Das ist doch ideal und oh ja, da. Yeah. Oh, das Blaue ist, das ist was Feines. Ah, Barbarengürtel. Aua, die schmeißen ja Bomben hier. Ja, musst du ein bisschen dichter dran stehen, das hilft, glaube ich. Nahkampfreichweite, oder wie? So ungefähr, ja. Okay. Ich finde aber nicht. Sind die Fußspuren? Ja, sind die das? Nee. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Doch, okay. Was hast du gesagt? Du findest was nicht? Ich finde nichts für mich. Nee, ich zurzeit auch überhaupt gar nicht. Also ich meine, ich habe jetzt wieder neue Items bekommen, aber das sieht nicht danach aus, ob das was für mich ist. Muss ich jetzt gleich nochmal eben checken. Mal gucken. Hm. Doch, hier, Schultern. Naja, immerhin. Hast schon Schultern hier, sonst nimm die hier mal. Mal gucken, was hast du denn da?
Ja, halt einfach Rüstung, Stärke und weiß nicht, Heilkugeln. Ich habe mir vorhin welche mit Magie von Bonuskrieger gekauft. Ah, okay. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Warte mal, was ist denn hier oben? Ein verängstigtes Mädchen. Bitte, helft mir. Bitte, helft mir. Oh, war das eine Falle? Seems to be, my friend. Oh, die mag ich gar nicht. Genau, schön immer. Oh nein, Vortex. Alter, was Blaues, ein Köcher. Na. Also, meine Herren. Die mit Vortex ist nicht schön. Nee, nicht unbedingt. Deswegen, da wollte ich mir eigentlich auch eine neue Fähigkeit mal reinziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Denn ich kann ja auch die Fähigkeiten einfach ändern. Mit was benutze ich die denn? Mit der 3? Nee, mit der 2, oder? Na komm, die 3. Und zwar, wir haben doch was Neues gelernt, und zwar die Heimsuchung, oder? Nee, das war nicht die Heimsuchung, sondern Geistwandler. Genau, die haben wir noch. Den werde ich jetzt mal benutzen. Denn ich glaube, das ist eine gute defensive Fähigkeit, die ich dann immer einsetzen kann, um zu verschwinden. Genau, und Bewegungstempo ist auch erhöht. Wunderbar, das benutze ich doch gerne. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. So, ein paar Viecher stören uns mal wieder. Ja, wie immer, aber ich meine, es ist ja Hack and Slay. Die kapieren auch nicht, dass sie einfach keine Chance haben. Naja, die werden getrieben von Dämonen, ne? Ich meine, was für eine Chance hast du? Sterben wirst du so und so. Entweder weigerst du dich und gehst kaputt, oder... Ne? Ja, ja. Unschöne Situation. Ich möchte nicht tauschen. Ja. So, dann werden wir mal weiter Richtung Osten hier. Ich glaube, ich habe es hier schon gefunden. Obwohl, was soll das denn hier unten sein? Nur so eine Höhle? Stimmt noch nicht ganz, aber da können wir mal rein, ne? Okay, dann gehen wir mal in die Schokohöhle, oder was das hier war? Schirocco. Ja, Schokohöhle. Lecker. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Gift, ganz uncool. Oh, Würmer, noch schlimmer. Die Raketenwürmer, kennst du den Film? Raketenwürmer? Nein. Oder heißen die so? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Das sind so riesige Würmer in der Wüste, die dann alles irgendwie fressen wollen. Da gibt's, also allgemein so eine Filme gibt's ja oft, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir vom selben reden dann. Ja, ich weiß nicht, ob der Film so hieß. Ich werde auf jeden Fall mal noch nachschauen, aber ich meine, das waren Raketenwürmer oder so. Können uns ja auch einfach die Zuschauer sagen. Oder genau, wenn ihr wisst, welchen Film wir meinen mit riesigen Würmern, die einfach so ganze Autos verschlingen und die ganzen Menschen drumherum, dann schreibt's doch mal unten in die Kommentare. Aua! Hast dich fressen lassen? Ja, der wollte mich unbedingt mal, ja, als Kaugummi missbrauchen. Hast du aber nicht gut geschmeckt, wie es aussieht. Nee. Bin sehr, sehr sauer. Oh. Da kommen die Elite und Epix. Nee. Nicht ganz. Nicht ganz und nicht wirklich. Eine große Höhle, meine Güte. Und überall Viecher, oh ja. Viecher ist immer gut, Viecher ist gut. Willst du meine Schultern hier mit Magic Found? Ich habe jetzt welche mit Vitalität gefunden. Ja, ich schau mal. Und mal gucken. Weniger Schutz, aber mit Geschick und... Nee, da sind meine, die ich anhabe, besser. Okay. Die haben nämlich 7 Magic Found, die habe ich so dazu bekommen. Aha. Ah, wie viel Gold. Ja, mal gucken, wo wir auf dem richtigen Weg sind. Erstmal hier lang, ne? Ja, halt einfach mal umgucken, ne? Das ist eine riesen Höhle, wollen wir doch mal weiter abklappern. Und ja, Kaugummi. Da habe ich wohl auch nicht so gut geschmeckt. Nee. Er hat aber auch keinen guten Geschmack einfach. Das muss ich ihm jetzt mal zugute halten. Ja, na klar, jetzt geht's wieder los, hör mal. Natürlich, hallo. Willst du mir sagen, dass du gut schmeckst oder was? Hast du dich selbst schon mal probiert? Abgelutscht oder? Mein Blut schmeckt. Ah, Blut, ja, wunderbar. Aber bevor wir hier jetzt dann weitermachen, müssen wir auch wieder einen Cut machen nochmal. Jetzt schon wieder? Ja, jetzt schon wieder. Ja du, die Zeit läuft halt, ne? Ich kann nichts dafür. Okay, dann macht's gut, Leute, und wir sehen uns das nächste Mal. Ganz genau, bis dahin.